Hallo und willkommen zurück bei Fortress Kräftewolf Let's Play Together mit der laufenden Tibra. Hallo, grüß euch. Und dem springenden Anduin. Bist du? An dir vorbeigesprungen gerade. Ich sehe dich schon wieder mal nicht. Mal, jetzt stehe ich direkt in der Tür. Nein, für mich. Okay. Du bist der I'm the Invisible Man. Okay, mach was du willst. Ich habe begonnen. Ich darf machen, was ich will. Und das so, unsichtbar. So war das nicht gemeint. Ja. Ich habe hier begonnen, Kohlebrocken abzubauen. Ah ja, irgendwo zerflatscht. So, jetzt schnell gegangen, dass die auftauchen. Ah nein, wir haben ja schon ein bisschen vorher auftritt. Mhm. So, Erze rein. So, und dann bleiben so schöne Löcher über, die ich natürlich dann gleich verschließen werde. Das ist schön. Das nächste ist das hier im Boden. So. Was tust du gerade deine Erze? Ja. Okay. Warum? Nur so. So, rein da mit dem Laser. Dann, was brauche ich? So, dann Gold rein. Blödsinn, das stelle ich am Rand hin. Das ist ganz der Blödsinn gewesen. Ja, das stelle ich hier hin. Dann kommt hoppla, eine Energiezelle, ein Kohlekocher. Kohlekocher. Pyrothermik-Generator. Kohlekocher. Und dann jede Menge Hopper. Was mir nicht gefällt, denn dann kann ich hinterbei nicht zumachen und alles fällt runter. Dann werde ich das so. Ja. So, ich habe noch 220 Storage Hopper. Energy und los geht's. Ja, funktioniert. Und der Kohlekocher läuft. Sehr fein. So, dann haben wir Titanium in der ersten Zeile drinnen und da in die zweite Zeile. Das wäre der Riesenlook. Stopfen wir den Rest rein. So, ist dann die nächste Kohle auf der Branche. Das ist dann eh schon die da. Das geht hier drüben. Oh, das weiß ich. So, ich bin fürs erste Mal fertig. Die Storage Hopper. Die warte ich drauf, dass du in Aktion trittst. Gut. Mhm.
soll das eigentlich bis davor mal ausgeweitet werden? Ja, aber da kommen dann so automatische Produktionen an dran. Okay. So wie wir sie jetzt stehen haben, da vorne beim Südeingang, wo wir händisch dann das jeweilige Erz reinschmeißen oder die jeweiligen Bahnen. Das soll dann bei jeder Straße dranhängen. Okay. Verstehe. So, Street ist null, herrlich. Was fehlt denn? Ich habe doch gerade, oder nicht, Eisen rausgenommen. Ich habe Eisen rausgenommen. So, gut, dann haben wir die Erze verteilt. Jetzt schauen wir mal, was wir für den, da sind wir falsch, für den harten Maschinenblock brauchen, beziehungsweise für die Transportrohre. Mhm. Und zwar wären das diese da, die Transportpipes. Genau, und da brauchen wir Zinnbahn, Crystal Deposit und den Hardened Machine Block. Der Hardened Machine Block entsteht durch entweder Nickel und Titanium oder man kann das auch automatisiert machen. Und das machst du jetzt? Das suche ich zumindest gerade. Okay. Achso, das kann sein, dass wir das noch nicht gelernt haben. Das? Ich dachte, oh ja, den Harden Block Assembler müssen wir da lernen. Wir haben 2 Punkte, brauchen 4. Okay, das heißt, wir werden jetzt gleich mal runter marschieren. Ich schaue noch schnell meinen Anzug an. Ja, ich habe das Toxikteil. Gut, wo ist Leiser? Dann lade ich mich noch schnell auf. Ich bin aber eh ganz voll. So, kleine rosa Maus, du ladest auch nochmal. Bin auch voll. Wo fahren wir hin? Einmal auf alle Fälle so weit, was die Lifte gehen. Okay, dann mache ich mich auf den Weg. Ja, ich habe nur gerade gesehen, dass ich da von den Schleim ist wieder so einen halben Chili-Pfeffer ohne drin habe. Ja, aber gut. Nein, ich brauche Platz. Ich bin sowieso schon so voll. So. Dings. Warte. Aufzüge sind es mittlerweile? Keine Ahnung, ich habe jetzt nicht mitgezählt. Ich weiß nicht. Okay. Aber sobald du in einem fährst oder Schacht so ein bläuliches Licht kriegst, dann kommst du in den. Also das ist dann der letzte momentan. Okay. Sprich, in der kalten Kaverne ist so sehr genau da. So. Gut. Jetzt bauen wir sich da händisch noch um. Soll ich mit dir mit oder daneben? Du kannst bei mir mit oder einen eigenen verwenden. Ich kann da nur nicht garantieren, dass 2 komplett frei sind. Okay. Baust du dich mit mir mit, oder? Ja. Okay. Wie ist das dann beim Rauf? Wir stellen sich auch beide drauf von deiner. Warte mal, probieren wir mal, ob du mitspringst, einen Moment. Ja. Klack. Ja. Ja, passt. So, da ist Gold. Noch eins, ja. Nochmal Lift fahren. Ja, die Lifte werden wir auch erweitern. Aber jetzt schauen wir mal, dass wir Research-Forschungspunkte kriegen. So, da geht's nochmal runter. Huch.
wo wir jetzt ankommen, da ist dann Nickel und Titanium momentan. Okay, so. Jetzt nochmal runter. Ja. So, da ist jetzt quasi Endstation. Momentan eine Endstation. Jetzt muss ich da mal kurz. Bleib herinnen. Moment. Ja, geht schon. Da. Jetzt schaue ich in den Hohlkopf. Schaust du noch zwei. So, jetzt sind wir da. So, aussteigen, ja. Na cool. Da hätten wir gleich wieder Eisen. So, jawohl, und da sind wir auch schon. In der Toxikkaverne. Allzu weit bin ich hier nicht gekommen, weil wenn man da jetzt noch eins runtergeht, da wo die Tipra gerade ist, da hat es uns immer erwischt mit der Vergiftung. Mhm. Man sieht auch in der rechts in der Anzeige das grüne, den grünen Totenkopf. Ich glaube, wir werden auch nicht allzu weit kommen, weil ich sehe gerade, geht es da irgendwo noch runter? Das wird gerade. Aber das da können wir mal scannen. Gibt schon mal ein Teil. Aber es kann ja durchaus sein, dass da oben dann weitergeht. Wo oben? Da über uns habe ich unseren Schacht, einen Steg angelegt. Oder eine kleine Gasse. Hä? Wie? Achso. So, jetzt müssten wir gleich rauskommen. Jawohl, da. So. Ja. So. Bringt Licht in Sache. Okay, jetzt bauen wir sie da. Ich glaube, wir sind schon längst vorbei. Ah, da ist es. Ah, bitte. Bissl wäre es noch gewesen. Schauen wir mal, ich glaube da. Ja, da kommen wir jetzt doch raus. Na bitte. Na cool. So, und dann schauen wir, ob es da wo weitergeht. Genau, weil da waren wir ja gerade. Die Lampe, glaube ich, die könnten wir noch. Ich bin mir nicht sicher, ob ich die schon gelernt habe. Die grüne. Ja, die ist bekannt. Eine nehmen wir sie mit. Und jetzt können wir schauen, ob wir, wo war denn da unser Ausstieg gerade? Ja. Setz eine Lampe, oder? Ja genau, darum mache ich ja gerade ein bisschen auf. Und so, über. Dass wir das schnell wieder finden. So, und jetzt schauen wir, ob es da irgendwo weiter in die Tiefe geht. Weil momentan sind wir jetzt eher höher. Aber ich bin mir sicher, dass da gleich auch irgendwo runtergehen wird. Glaubst? Da unten ist ein grüner Schlemmi. Ja. Ich glaube, da ist alles grün. Oh. Achtung, da ist noch ein Rex. Müsste. Ja. Da ist auch kein Loki. Oh, ich höre schon wieder an. Meine Lieblinge. Ja, die hören sich so. Ja, ansonsten, wenn wir da nichts finden, dann
Wie komme ich denn da wieder rauf? Graben wir unseren Schacht weiter nach unten. Ja, das kann man machen. Was ist denn das Bläuliche da? Na, es hat nur blau ausgesehen. Okay. Diese violetten Leuchten, oder? Nein, das war Erz. Ah, okay. Achso, Titanium ist das. Ah, okay. Wo bist du denn? Na, immer den Lampen nach. Aber ich glaube, es geht dann irgendwo nach unten. Nein. Ja, dann bauen wir unsere Schacht. Ja, dann bauen wir einen Schacht weiter. Okay. In dem Fall, was Schacht betrifft, bin ich ein weisungsgebundenes Organ. Ausnahmsweise. Na? Und da schimpft wer andere auch gleich. Unsere Deko-Dame hat sich gemeldet. So, da ist der Schacht. Ah, da ist was zum Lernen. Na bitte. Ein paar von den Teilen sind ja doch da. Dann haben wir da. Du warst noch irgendwo eine Pflanze? Nö. Eine grünliche. Gut, dann rauf da. Rauf. Und wir bauen uns da wieder rein. Wir bauen uns wieder ein, okay. Kibra kommt da auch rein. Und da springen wir hinunter. Warte, die macht da mal zu. Einen Moment. So. Wie viele Blöcke? So, und jetzt immer die da einfach halt wegnehmen. Und wie viele? Ich habe ein paar Energiezellen mit. Ich sehe nichts mehr. Gleich, einen Moment. Danke. So. Irgendwann kann man dann auch nach unten plumpsen. Wir graben ja blind. Hm? Ja, aber dass gerade dein Block der erste ist. Und luftleerer Raum ist. Verschreit. Deshalb nehme ich immer als erstes den Schacht weg und dann zum Schluss halt immer da den Liftblock. Okay. So, wann, wir haben gesagt, wir brauchen ungefähr 10 Etagen für die zum Schluss die Biomasse ein Lager. Welches Metall, weißt du, was als nächstes kommt, generell? Nein, also bei Titanium ist bei mir was. Ich weiß jetzt nicht, was uns nach Titanium erwartet. Titanium und Biomasse ist das letzte. Okay.
So, ich setze wieder mal ein Licht. Nimm das da oben wieder weg. Na, wo bist du? Unten. Bist auf keine Höhlen gekommen, oder? Nein. Noch nicht. Ah, die Dings sind aus. Was sind da? Okay. Hast du Zellen dabei? Ich hab alles da. Du müsstest nur kurz mal nach oben kommen. Okay. Beziehungsweise ich müsste in dem Lift da drin stehen. Ja, die kommt zu dir und wir bauen uns dann gemeinsam auf. Ja. Und zwar circa bis dahin, wo die Laser aufhören. Halt, halt, zuhört. Okay. So, einen Moment. Da. Ich glaube fast, dass er hier endet. Setzen wir da mal ein und schauen wir, ob der zu laden beginnt. Nope. Ich glaube ans drüber. Doch. Doch. Er startet. Es dauert immer ein bisschen. Ah ja, ich sehe schon. Das war falsch. Geh eins runter, bitte. So, dann kann ich den da noch reinpfistern. Zack. Jetzt kommen die Laser. Achso, halt, halt, halt. Auf. Nein, nein, passt so. Bleib. Okay. Ah ja, lass sie weiter nach unten schießen. Mhm. So, fertig. Cool. Wir können schon nach unten. Ich weiß nicht, ich sehe nichts. Siehst du, sobald es auftrifft schon. Da wird es jetzt wieder hell. Ah, ja. So, ich stelle mich wieder da seitlich hin. Setz uns wieder da eine Lampe. Wenn er die Lampe finden wird, da ist sie. Ja, okay, mittlerweile sind wir jetzt, glaube ich, auch weiter, was wir beim letzten Mal waren. 542 Meter. Ja. Finde ich nur gerade spannend, dass man. Du könntest einmal scannen, ob irgendwo Höhlen in der Nähe sind. Ja, gerade eine getroffen. Ja. Boah. Hallo. Hallo, hi. Bist du hochgefallen? Nein, eher tief. Du stehst nur im Schacht drinnen? Ja, jetzt. Dann nimm den Rest von diesen 3x3 aus. Da sind wir die Laser darunter. Ah, das ist schon eine Biomasse. Da rechts im Eck. Kacke. Ist befürchtet.